Was geht eigentlich mit dem Oktoberfest? Die einzige Zeltstadt, die nicht von Rechten angegriffen wird. Wenn München sich selbst schön säuft und Stefan Effenberg nach dem vierten Bier wieder seine Frau inhaliert, dann ist endlich wieder deutsche Leitkultur. Männer, die herumlaufen, als wären sie seit 200 Jahren auf einer Alm eingeschneit gewesen, und Frauen, als wären sie auch ohne RTL auf der Suche nach einem Bauern. Oktoberfest, das ist ZDF-Fernsehgarten außer Kontrolle. Das ist, wenn Silvester in Köln plötzlich 2 Wochen dauert und sexuelle Belästigung okay ist, solange die Frau ihre Schleife auf der linken Seite und der Mann irgendeinen Tierbüschel am Kopf trägt. Wenn 140.000 deutsche Urlauber auf dem Flughafen festhängen, dann ist es ein Notstand. Aber wenn sich 6 Millionen Alkoholkranke in den Armen liegen und gemeinsam die verbotene 3. Strophe von Atemlos singen, dann ist es nur das größte Volksfest auf deutschem Boden. Was soll das heißen, deutscher Boden? Diese seltsame Mischung aus Schalen, Bierresten, Kotze und sonstigen Körperflüssigkeiten? Hört auf, Süchtige mit fehlendem Modegeschmack in die Öffentlichkeit zu zerren. Diese Leute brauchen Hilfe und keinen Platz auf der Titelseite. Ich will nicht wissen, welcher C-Promi im Schuhbock-Naxel-Zelt beim Oberbichler Bierbrauer mit irgendeiner Big Brother-Birne angebandelt hat. Aber wenn Cool Savage mit Kai Pflaume und Lena Meyer-Landrut in Tierhäuten und Wanderstiefeln Fotos macht, dann weiß ich zumindest, dass Hip-Hop tot ist. Wenn ich mit ansehen muss, wie bärtige Männer Wurstflocken aus einem Tierdarm herauslutschen, dann überkommt mich kein Heimatgefühl, dann will ich abgeschoben werden. Bis zu 11,80 Euro kostet die Maß auf der Wiesn. Das sind fast 24 Mark oder 48 Oettinger. Da muss man sich schon entscheiden, kaufe ich mir jetzt eine Tonne CO2 oder ein Liter Bier? 1 Milliarde Euro Umsatz macht das Oktoberfest. So viel kommt normalerweise nur zusammen, wenn in Frankreich eine Kirche brennt oder mein 12-jähriger Nachbar die Kreditkarte seiner Eltern erbeutet und sich über Nacht eine neue Mannschaft bei Foot zusammenstellt. Könnte ich mich wahnsinnig drüber aufregen. Mache ich aber nicht.